Hier eine Box. Ja. Direkt. Oh! 1 K. Sehr schön. Die Falle draufgeworfen. Patty, staubsaugen. Wollen wir alle lustig durcheinander brabbeln oder wollen wir uns aufteilen? Oder sind wir schon aufgeteilt? Ich hab schon. Wir sind schon. Oh, ja, nice, okay. Ja, wundervoll. Und die Geister verstecken sich jetzt halt in den Haus, in irgendwelchen Props, und wir müssen sie halt töten. Und wenn die zu lange am Campen sind, dann würde dieser Radar ausschlagen. Oh, hier ist schon mal ein bisschen was. Oh, hier. Bist du? Da. Wo ist er hin? Ja. Das war's. Ah, da drüben, die Lampe. Hä? Denk an manche Geister. Also das ist erstmal ein Fake-Prop. Aber hier ist einer lang geflogen. Und das ist auch ein Fake. Hier. Hast du Fake-Geist vielleicht? Oh, ja, Mann, genau. Die haben schon so fiese Abilities oder was? Mhm. Warum sieht das Spiel aus? Hier bei mir. Jetzt habe ich wirklich einen. Hier die Ritterrüstung. Ist in die Tür rein, glaube ich. Ja. Hier. Durch die Tür. Runter. Ich häng fest. Dann auf den Boden schießen, das ist eine Falle. Nice. Und Patty, jetzt den Staubsauger, bitte. Bitte machen Sie das weg, Patty. Sehr gut. Wieso sieht das eigentlich so aus, als wäre es hier voll nebelig drin? Ist das meine Grafikeinstellung? Ja, du hast so einen Filmgrain standardmäßig auch an. Ja. Vielleicht macht der was davon. Das Level kenne ich auch gar nicht. Hier hat sich was bewegt bei mir. Ich wurde von einem Prop angegriffen bei mir. Aber kann halt auch wieder so ein gesteuerter Prop sein. Irgendwas höre ich auch hier, ne? Kann sein, dass er hier in dem Raum ist. Bei mir ist Aktivität. Hier oben? Hier bei uns? Ja, ist eingefangen, ist in der Falle. Jawohl, und einsaugen, bitte. Sehr schön. Ich habe immer noch Aktivität hier oben irgendwo. Ja. Ja, hier, bei mir. Wenn man zu stark ist. Hier irgendwo. Ah, ja, irgendwo hier. Das Bild? Nee. Nee, ist das so mittelhoch die Nadel? Hier, mehr hier. Oh, ich bin runtergefallen. Ah, es ist halb voll, das Barometer-Dingens. Über dir? Hier läuft was! Eine Box, hier ist er! Bin hinter dir. Was? Ich glaube hier hinten, oder? Was hat sie gemacht? Weiß es nicht. Jetzt ist hier nichts mehr zu spüren. Auf Lalu meint. Ja, ich weiß nicht, ob hier hinten überhaupt noch was ist. Boah, das ist auch ein riesiges Haus. Ich glaube, ohne Radar. Ich hab's Radar, aber es ist schwierig, ey. Ja. Ich glaube, es muss hier erstmal noch einen Meter für die. Ich sehe gerade gar nichts. Wenn ich denke, dass es jemand ist, soll ich dann E drücken? Ja, bei E weiß ich nicht, ob du. Ja, aber was kriegst du für eine Reaktion, wenn du E drückst? Was passiert dann? Gute Frage. Müssen wir mal testen, aber. Ja. Ach, das ist der Sinn der Sache, dass man das anruckelt, wenn man. Ja, ich schieße mal alles an. Ich bin jetzt auf dem Dachboden oben. Aber da muss man so viel nachladen. Oh, hier bei mir ist. Signal. Der Flammenwerfer ist eine gute Waffe dafür später. Ich einfach mal ein bisschen was. Da ist doch ein Geist, aber das ist fake, ne? Der ist fake. Aber von wo kam der? Ich weiß nicht, wie man den steuert, aber. Ist immer noch hohe Aktivität hier. Ja, hier bei mir in der Ecke. Yes, hier. Ja, das ist er wirklich. Sofa. Ja, den haben wir. Den lassen wir nicht weg. Unsichtbar. Und haben wir? Ja. Sehr schön. Einsaugen wieder. Jetzt noch Jin. Ach ja, die sind ja zu viert. Hier bei mir ist ein Prop gelaufen. Irgendwas Kleines. Oh, das war wieder ein Fake, glaube ich. Aber ich habe ein Signal. Bei mir ist er noch. Ja, nur hier oben irgendwo. Es ist wieder ein Fake. Oh Mann. Nee, aber er ist hier. Eine kleine Dose bei mir, in dem Raum, links von Chuggis jetzt. Ja, hier bei mir, vor mir. Die ist hier unten. Ja, lass den nicht raus. Ist in der Falle drin. Ja! Sehr schön. Ja. Sehr schön. Boah, das ist, hier auf einmal. Na, jetzt andersrum, ne? Also wichtig ist, du kannst mit F in die ganzen Props reinschlüpfen und dich auch bewegen. Wenn du dich nicht bewegst, baut sich Ektoplasma auf, das heißt, du bist leichter detectable. Also wenn gerade niemand in deiner Nähe ist, macht es Sinn, ein bisschen hin und her zu wiggeln und so. Und du kannst aufladen mit Rechtsklick ist es, ne? Ja, genau, die Steuerung als Prop, die muss man sich wirklich erstmal ein bisschen angucken. Du musst auch, wenn du gleich wegläufst, sehr oft den Prop wechseln. Also wenn die auf dich schießen als Prop, versuch wirklich von
von Prop zu fliegen als Geist. Als mit G kannst du auch direkt wieder in normaler Geisterform rumlaufen, aber da bist du sehr anfällig. Die Standard-Ability, die du hast, da machst du dich kurz so semi-unsichtbar. Das finde ich gerade nicht. Ich habe eine Falle mit. Jetzt müsst ihr euch, ihr müsst übrigens aus eurem Arsenal schnell rauskommen, weil das zählt alles mit so Preparing sozusagen. Ja, ja. Gibt ja auch irgendwelche Klassen, wo man so Fallen aufbauen kann, da sollte man wirklich schnell anfangen. Was wir auch als Geist mal versuchen können, ist, wir können den Generator kaputt machen. Dann können die nicht nachladen und ihre Sachen wechseln, aber du kriegst eine Meldung, wenn ein Geist dran ist. Ah, okay. Das heißt, wenn einer vielleicht gerade gejagt wird, dann können die anderen dahin, oder was? Ja, ja, genau. Wenn wir wissen, dass die weit weg sind, dann kannst du damit echt gut zurücklocken wieder. Das kostet dann auch Zeit. Okay. Dachboden ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich habe auch gerade eine ganz coole Idee. Mal gucken. Wie gesagt, gleich, wenn es losgeht, wird sich deine Ektoplasma-Anzeige auffüllen. Und die muss so niedrig wie möglich bleiben. Der Generator, da kann man aufladen, also nachladen. Ich wurde am Dachboden gesehen, die kommen. Die waren gerade bei mir, sind aber wieder abgezogen. Die sind auch gerade bei mir. Patty wurde schon aufgesaugt, oh nein. Herr Patty, du kannst jetzt als Toter auch noch Stress machen und wenn wir es schaffen sollten, 4 Minuten zu überleben, kommst du auch nochmal als böser Geist wieder. Denn nach der Versteckzeit können wir angreifen. Genau, in Geisterform kann man mit Rechtsklick dann hauen und das macht dann sehr, sehr, sehr viel Schaden in der Mitternachtsform. Boah, Alter. Sehen die, wenn ich das wechsle, den Prop? Ja, wahrscheinlich. Warum so hinterlasse ich Spuren? Das immer die sehen so? Die nur, die sehen die aber nur mit dem Gerät. Mir ist aber nicht aufgefallen. Mir ist auch nicht aufgefallen, dass man das sieht. Selber. Aber das ist wohl das, was die mit diesem Spurensensor. Oder sieht man das nur, wenn einer von denen. Ja, dann immer Prop wechseln. Ding zu Ding zack, zack, zack. Unsichtbar machen kurz. Genau, Ability versuchen zu nutzen. Und dann wieder. Und als Prop kannst du dich auch mit Rechtsklick wegschleudern. Musst aber natürlich aufladen irgendwie. Und du kannst den halt auch gegen den Kopf springen. Ne? Du kannst die auch kaputt machen, die Jäger. Wenn du den gegen den Kopf springst, wenn du Rechtsklick gedrückt hältst. Ich glaube, ich bin erstmal weggekommen. Ja, und dann wieder erstmal schön sitzen bleiben. Wie sieht's aus am Dachboden? Dachboden ist ganz gut, muss ich sagen. Oh, scheiße. Ich glaube, ich wurde gesehen. Ach, so eine Kerze unter dem Tisch ist doch gar nicht auffällig, oder? So, scheiße, ich habe hier oben. Hier ist ein Heal-Orb, nimm Heal-Orbs. Du kannst dich heilen. Ich muss mich erstmal kurz verstecken. Wo denn? Ich komm hoch. Ich seh's. Ich sie anspringen? Nee, ich bin nur eine kleine Vase und du bist fast tot, ne? Denk dran. Mode, ja. Das ist ganz witzig, muss ich sagen. Achtung, da sind zwei Schalke. Scheiße. Oh nein. Da war eine Tür. Aber was mich immer rausbringt, ist, wenn ich diesen Flug-Scheiß mache, dann bin ich danach wieder das Prop-Ding. Und das wundert mich immer. Das irritiert mich immer so. Ich irritiere die jetzt mal ein bisschen. Ich kann als Geist die Sachen hin und her schubsen. Ich würde so gerne wieder da hoch auf den Dachboden. Weil ich bin der Letzte und das sind noch 2 Minuten. Oh, Holla ist gut. Wie kann man, ich habe so einen Healing Orb gesehen, wie kann man den nutzen? Hab ich halt auch nicht hingekriegt. Oh. Das ist die Falle. Healing Orb als normaler Geist durchlaufen. Als, nicht als Prop. Ah, okay.
Okay, die sind unten. Die sind alle unten am rumwurscheln. Das ist gut, dann kann ich ein bisschen moven hier oben. Das heißt, alle drei waren hier auf jeden Fall. Aber einer ist in meiner Falle, ja. Oben, aber den habe ich gerade, den slow ich die ganze Zeit. Zwei sind in der Haupthalle. Die sind jetzt aber wieder oben. Zwei geslowt, oben. Sehr gut. Hier ist einer genau neben mir. Die rennen wieder runter, jetzt wieder hoch. Komm, 40 Sekunden noch. Ah ja, die sind ganz falsch, die sind in der Bibliothek, also drei von denen. Jetzt sind sie im Dachboden. Ja, das ist schlecht wie viele. Oh, zwei. Oh Gott. Zwei. Ich hab beide Sekunden. Geslaut. Die Falle ist es, ey. Wir kommen runter. Achso, wenn die Zeit abläuft, spawnt ihr da, wo ihr steht. Deswegen passt ein bisschen auf. Ach so. Die können ja noch umballern, aber man ist halt tatsächlich sehr stark. Patti, lass uns abhauen hier. Und was müssen wir dann machen? Wir greifen dann an. Oder, ja. Fuck. Okay. Aber du kannst auch erstmal immer auch in einem Prop bleiben. Wir können auch als Prop Schaden machen. In einem Prop bist du geschützt, als Geist bist du clean, du selbst. Na, einfach mit Linksklick oder? Rechtsklick ist es. Okay. Einer ist down. Schön, ich hol mir den. Nur noch einer. Nur noch er. Ein Hit noch. Wie komme ich aus dem Prop raus? G. Hab ich. Sehr schön. Das war eine wilde Runde, die war geil. Wieder Patti. Patti hat zwei genockt. Also wirklich, also, was soll das denn? Ja, das war, hallo, wo warst du? Willst du denn mit neuen Teams, nur weil du schlecht bist? Wow. Will Toro schon die Teams wechseln nach einer Runde? Teams. Ja, wir haben doch auch zwei neue Spieler gehabt. Hey, war doch gut, außer dass wir Dalu nicht bekommen haben. Ja, eben, die hattet uns ja jetzt ich bin fast nur gelaufen. Wann und wie funktioniert das Seelefressen genau? Wenn ein Sucher down ist, du kannst ihn ja anspringen als Prop. Das ist das okay. Pendant zu dem Aufsaugen der genau. Geister, wenn die am Boden liegen. Also einmal so ein Scanner ist immer gut, um zu suchen. Ein Staubsauger natürlich, damit Geister sich gegenseitig nicht aufheben, ist auch eigentlich Pflicht. Ansonsten gibt es so einen besseren Scanner noch zum Suchen, glaube ich, so, wo du diese Spuren siehst, wenn sich einer bewegt. Da siehst du aber nur die Spuren, da siehst du, ja. Wenn die stillstehen quasi, siehst du nichts. Also die Kombination wahrscheinlich des beiden ist ganz gut. Das ist ganz cool bis jetzt, muss ich sagen. Ich hab mal Geist. Das weiß ich, dass man die Gadget wechseln, dann mach ich ja auch. Ey, bei mir da auch, aber der ist fake, glaube ich, oder? Ja, bin ich den sicher? Meinte ich auf jeden Fall. Ist aber schon ganz schön lange unterwegs. Den treffe ich aber nicht, der ist fake. Ich bin so lange? Ja, schwer einzuschätzen. Nee, der ist echt, aber. Hier im Hauptraum. Wollen wir den schon töten dann? Okay, ihr entscheidet das. Was? Ihr Mörder. Hier in dem Ding, oder? Ist sie weggekommen? Da hinten eine Vase im Kino. Also hier ist immer noch was in diesem Haus. Ich bin dran an einem jetzt. Ist down. Oh, die laden hier die Sachen auf und schmeißen die auf uns. Party. Die arme Jen. Da hinten hier. Schlag ist bei mir. Ja. Ist der Mentsack. Oh, nee, wenn der ja, oben flieht, bin ich da. Wenn der oben flieht, bin ich da. Hier in der Box. Ja. Direkt. Oh! 1 Sehr schön. Die Falle draufgeworfen. Patti, staubsaugen. Da oben. Wir haben hier ein bisschen Müll für dich. Das war ja wirklich wie bei den Ghostbusters diesmal. Okay. Der Flammenwerfer ist cool, das stimmt. Oh, Toro. Da hinten ist nix. Okay. Hier ist ein Tisch am rumfliegen. Ja, aber das können ja auch diese. Ja. Oh. Ich hoffe, es gibt keinen Fallschaden. Hä, aber wenn das hier fliegt, dann müsste doch hier irgendwo Aktivität in der Nähe sein. Ah, hier, ich hab wen!
Ich komme. Treffer! Sehr schön. Oh, Dalu, hast du Sniper mal benutzt? Das kann man auch sehr gut ohne Anvisieren nutzen. Na, muss ich mal. Ich muss wirklich mal ein paar Waffen testen. Geh nur noch Baloui, der wird bestimmt im Konzertraum sein. Wie sieht denn das aus, wenn ich jemanden mit einem Flammenwerfer treffe? Es geht. Du müsstest so Schadenzahlen bekommen, oder? Also ich glaube, der Dot wird immer weniger und wenn du ihn wieder anflammst, dann geht er wieder hoch. Ich weiß nicht, ob man da eine Weile draufhalten muss, dass der Dot überhaupt auslöst. Oh, hier ist ganz viel! Hier, hier, hier! Wenn er dann noch drin ist, mache ich dir mal den rechten Eingang zu. Nee, ist weg, ist keine Aktivität mehr. Okay. Aber es hat gerade komplett ausgeschlagen. Oh, ist er? Unter dir, hier, hier, hier ist wieder halber Ausschlag. Hier, oh, hier, hier, hier. Ich stehe drauf quasi. Hä? Jetzt ist es weg. Haben wir irgendeinen Fake-Kram, der mich hier durcheinander bringt? Ja, es kann halt sein, ne? Kälte? Ist, vielleicht steckst du ja dann mit dem Ding nach Kälte. Weil ich das ja, ja. Und dann, du kannst als Geist aber ja hier Temperatur. Ist auch wieder, steht wieder voll aus. Ja, dann ist, dann ist das diese Fake-Temperatur. Ja, ja, das springt immer ganz instant hoch. Ja, 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 wahrscheinlich. Du spürst die Kälte. Ja, jetzt hab ich das. Wo ist Baloui? Brennt eigentlich alles an hier, aber. Ja, der wird da nicht sein. Ausschlag, hier ist doll Ausschlag. Party. Ne, ist wieder weg, war eine Falle. Oh, ist das nervig. Ja, ja. Die Falle ist echt. Aber dann wird er da wahrscheinlich auch gar nicht sein. Naja, der muss hier aber irgendwo liegen, oder? Meinst du, das sind alles die Fallen, die er am Anfang gelegt hat und dann. Nee, das ist ein Toter, der so eine Kältezone macht. Nee, nee, das ist das. Das mit der Frostverarsche. Hier habe ich Ausschlag. Und zwar konstant. Hier habe ich Ausschlag. Ja, hier habe ich auch. Hier, hier. Bei mir, die sitze hier vielleicht, weiß nicht. Oh, ich wurde geslowt. Ich hole mir. Ach, Scheiße, soll ich noch wechseln? Auch auf wieder Radar. Weg. Da drüben fliegt. Nee, das war. Da schleudert nur jemand. Hm. Mann, ey. Die haben eine aber Minute auch nur noch. Sollten wir hier uns sammeln? Hier schlägt's doll aus, ist wieder eine Falle wahrscheinlich, vielleicht aber auch nicht, wer weiß. Ja, ist wieder weg. Sollten wir uns sammeln, wenn die böse werden? Ja, das und oder wir brauchen zweimal. Ach, ich hab ihn aus Glück gefunden! Oh mein Gott, er ist bei mir Hauptraum. Ich hab Stuhl. Er ist unten in die Mitte. Nein, er hat sich gebaitet. Das war. Ja. Was? Der Shot! Ey, dieses Sniper ist echt so gut. Gott. Das war knapp. Das war Glück. Aber da oben war ich auch schon. Da, muss ich da war einfach so ein Eimer an der Treppe und ich habe einfach mal auf den Eimer geschossen. Guck mal, deren Top-Leistung. Toro mit null Hunters noch. Der als erstes tot war. Also null Knockouts als beste Leistung. Ah, weiß ich nicht. Das war gut. Das kann, glaube ich, ganz witzig. Toro habe ich so eine Falle auf den Kopf geworfen. Also Niraus lockt Toro so weg, Toro fliegt mir entgegen und ich werfe diese Ghostbusters-Falle und er war direkt gefangen. Ja, das daneben, ein Gespenst ist halt auch gut, da kannst du halt wegfliegen für einen Moment. Medium. Ich denke, das zählt übrigens schon zu unserer Versteckenzeit. Ja. Mhm. Ist, glaube ich, Jen eben passiert, dass sie zu lange gebraucht hat. Ja, es war komisch. Ich weiß, wo ich hin will, aber ich weiß nicht mehr, ob ich es da hinschaffe. Mist. Oder schaffe ich es einfach nicht mehr hin? Oder? Jetzt geht's los. Hat sie diesmal verstecken, ja? Oh. Kommt schon wer? Gibt doch irgendwie eine Ability, dass man die durch die Wand sehen kann. Das stelle ich mir auch ziemlich stark vor. Nein, ich wurde so erwischt, ich wurde so erwischt, ich wurde so erwischt. Prop wechseln, immer Prop wechseln. Denk an deine Ability, wenn du eine hast. Und irgendwann, wenn du um die Ecke bist, einmal irgendwo hinsetzt und nichts machen. Ich schaffe es nicht. Kämpfen!
Nein! Schade. Oh, da waren alle direkt bei mir. Versteckt euch. Oh, da hinten sind viele Poltergeist-Dinger. Holla hat mich schon wieder eingesaugt. Hey, die Poltergeist-Dinger sind ja bei mir hier. Oh mein Gott. Ah, das ist der Staubsauger, okay. Sind ganz schön schnell, wenn die sprinten. Ja, ja. Richtung Chuggers gehen viele Leute. Drei bei dir in der Nähe, Chuggers. Ich hau auf den Generator. Oh ja, das ist gut. Oh, das war knapp, Chuggers. Kommt da wer zurück? Jetzt so langsam, ja. Jetzt kommt jemand. Vorsicht. Geht hoch. Ist auf der Treppe stehen geblieben. Ja, weil da meine Fallenkarte aktiviert wurde. Das ist aber auch ein sehr risky Versteck. Meins? Ist das so nee, obvious? Wenn die wieder zu dir kommen, hau ich wieder auf den Generator. Dann müssen sie wieder zurück. Sie kommen wieder runter zum Generator. Ja. Vorsicht. Ja, das Radar schlägt aus. Ist aber nicht schlimm. Ich habe ihn abgeslowt. Er läuft auch wieder in meine Falle. Hier, Falle. Ah! Die Falle ist ja so fies. Chuggers, lauf! Ich versuche ihn zu slowen. Habe ich geslowt? Ach, komm schon! Nein! Wieso sehen die einen immer? Ich krieg das nie hin, mal so um die Ecke und dann... Schade. Jetzt sind sie alle wieder... Alle? Hier im Kino, ja. Aber die sind relativ schnell da. Ich sag, wann sie close sind. Einer ist relativ close. Jetzt. Die drei bewegen sich in eine Richtung. Einer bleibt hier hinten im Kino. Einer war schon näher, auf jeden Fall. Einer läuft die Treppe hoch. Hat ein Radar und sucht dich. Läuft noch weiter die Treppe zu dir hoch. Wie sehen das denn Leute eigentlich, wenn man auflädt? Das habe ich mir auch gefragt. Wackelt der Gegenstand dann oder? Ja, ich glaube. Ah, jetzt läuft einer wieder Richtung Generator. Das ist aber auch schwer, den kaputt zu kriegen, ne? Da ja, ja, das soll ja auch so. Also ist ja auch. Mit mehreren Leuten da in der Nähe bleiben. Das ist ja auch eigentlich nur zum Ablenken. Es wäre natürlich ein insaner Bonus, wenn es durchgeht. Aber wenn als Chuggers da von vier Leuten angegriffen wurde, dann muss da einer weg halt, ne? Ja. Also jetzt ist keiner mehr in der Nähe Generator. Knapp. Da hat einer auf die richtige Box geschossen. Oh. Generator ist frei soweit. Nee, da ist wieder einer. Die haben Schiss um den Generator. Aber ist der eigentlich so unwichtig? Naja, du kannst halt jetzt noch Equipment ändern, ne? Wenn du wirklich die Waffen änderst oder so. Nachladen von Fallen. Also ich muss meine Fallen immer wieder nachladen. Ach, am Schrein können wir unser Loadout genau, ändern. Ja. Okay. Ach, sowas wie Granaten müssten die dann auch da machen. Genau, ja. Warte, wir machen das. Mach dich bereit. 20 Sekunden. Ich sehe niemanden mehr. Warte, mit den Poltergeist-Dinger. Wie kann man übrigens, wenn man die kombiniert mit diesem Verderben-Dingsbums, kannst du sogar als toter Geist sogar die Dinger noch schubsen. Oha. Könnte man auch mal was kombinieren. Das dann versuchen die zu killen. Eine stabile Runde. Ja, es ist ja noch nicht vorbei. Oh, genau, in der Nähe gespawnt. Gar nicht gut. Ja, die können uns halt immer noch wegballern, wenn sie in einer großen Gruppe sind. Oh nein. Ich werd so. Ja! Nice. Den haben wir aber richtig hops genommen, Patti. Aua, der Flammenwerfer ist ja richtig übel. Fuck. Oh nein, ich muss hier weg. Die versuchen da einen wiederzubeleben, glaube ich. Nur noch einer. Oh. Last Team! Ja! Boah, Patti und ich haben da einen richtig mit zwei Props aus dem Leben genommen.
Nice gemacht, Team. Schöne Runde. Hat er alle ausgenockt am Ende. Sehr schön, Party. Killer-Party. Okay, dann müssen wir mal die Teams wechseln. Wir sind zu krass. Dass Toro keine Lust mehr hat. Gehen wir mal runter. Ja, das Problem ist ja, dass das Team mit Toro ist ja automatisch das Schwache. Lass mal nett runtergehen.